Mission 3 gibt uns die Verantwortung für gleich 4 Siedlungen, die alle von einer großen Kolonie des dunklen Volkes in der Mitte der Karte bedroht werden. Alle 4 haben unterschiedliche Voraussetzungen, aber alle müssen 3 Stunden überleben, um zu gewinnen. Für jede Siedlung ist ein großer Radius festgelegt, in dem zu jedem Zeitpunkt mindestens ein Turm existieren muss. Unser Hauptfokus wird auf der südwestlichen Siedlung liegen, da sie am meisten entwickelt ist. Sie hat außerdem Zugriff auf alle Erze, mit Ausnahme von Gold, welches ihr aus den anderen Siedlungen herbringen müsst. 2 der anderen Siedlungen starten hierzu bereits mit Marktplätzen, welche aber eher suboptimal platziert sind. Esel sind zwar unverwundbar, beladene Esel können aber trotzdem angegriffen werden und lassen ihre Fracht dann fallen. Ihre Routen sollten daher möglichst am Rand des dunklen Landes liegen. Die nordwestliche Siedlung kann auf direktem Wege zur Hauptsiedlung liefern, die nordöstliche muss zunächst einen Umweg über die südöstliche machen. Sowohl die Hauptsiedlung als auch die südöstliche Siedlung sollten daher 2 Marktplätze besitzen, die anderen beiden kommen mit einem aus. Im Laufe der Zeit könnt ihr auch versuchen, die Siedlungen zu verbinden, allerdings sind Esel im Gegensatz zu normalen Siedlern kein Ziel für Schamanen. Zu unserem Glück starten wir mit recht hoher Kampfkraft, die schnell die 100% überschreiten wird. Die 3 Kolonien werden zumindest vorerst ausschließlich Golderz und Esel produzieren, damit die Hauptsiedlung Level 3 Soldaten produzieren kann. Denkt daran, dass Schwertkämpfer der Minderheit sein sollten, da ihr einziger richtiger Nutzen gegen das dunkle Volk in der Besetzung von Türmen liegt. Auf normal werdet ihr alle 30 Minuten angegriffen, auf leicht ist der erste Angriff um 25 bis 35 Minuten verzögert und generell werden die Angriffe schwächer sein. Unabhängig von der Schwierigkeit sind die Angriffe aber nicht koordiniert und ihr solltet nie mehr als eine Siedlung gleichzeitig verteidigen müssen. Die südöstliche Siedlung hat auch einen Engpass in Richtung Nordosten, der gut zu verteidigen wäre, die Mühe könnt ihr euch aber sparen, da das dunkle Volk nicht von dort aus angreift. 2 Minuten vor Schluss wird ein letzter großer Angriff ausgelöst, der aber zu spät kommen dürfte, um euch den Sieg zu kosten. Theoretisch könntet ihr aber auch ab einem bestimmten Punkt in die Offensive gehen und dem dunklen Volk so zuvorkommen. Die Zerstörung des dunklen Tempels war definitiv nicht vorgesehen, weshalb Bluebyte sogar eine Pilzfarm in die Flammen des Tempels gestellt hat. Da zu dem Zeitpunkt der Abkürzungszauber noch keine Wirkung auf dunkles Land hatte, war die beste Hoffnung zur Zerstörung dieser Farm ein Selbstmordkommando aus Gärtnern. Unabhängig davon ist die Karte nach spätestens 3 Stunden automatisch gewonnen. Schwer ist sie wirklich nicht, ich habe sogar einmal spaßeshalber gar nichts gemacht und nur F12 gedrückt. Da das dunkle Volk eigentlich nur Siedler will und keine gezielten Anstrengungen zur Zerstörung eurer Türme unternimmt, ist es echt schwer zu verlieren. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, versucht mal, das dunkle Volk vor Ablauf der 3 Stunden zu besiegen. Okay, falls ihr mir das nicht glaubt, ich habe das ein zweites Mal ausprobiert und gefilmt. Erinnert mich an diese Videos, in denen Luigi gewinnt, indem er absolut nichts tut.